Daniele Negroni traut sich bei uns ins Quizrad und wenn du die Fragen richtig beantwortest, bekommst du, nein, nicht du bar, aber du erspielst 100 Euro für unseren Spendentopf. Ist das nicht was? Auf jeden Fall. Also reinhängen, ne? Ja, jeder Cent ist wichtig. Let's go. Okay, let's go. Lass mir extra Zeit. Ich sehe in deinen Augen, du bist motiviert, aber du hast auch ein bisschen Angst, oder? Nö, ich weiß nicht, wie lange ich das aushalte über Kopf. Ich glaube, selbst wenn die Fragen vorbei sind, können wir mal einfach stehen bleiben und schauen, wie lange ich schaffe? Das können wir danach machen. Okay, let's go. Okay, die Dschungelprüfung geht los. Und los, hopp. Okay, Daniele. Was ist denn offensichtlich Nina Chubas Lieblingsgetränk? Bitte, von wem? Wer ist denn... Wildberry Lily. Wer? Über welches Fahrzeug schrieb Apache 207 einen Song? Roller. Wie lautet die erste Zeile des GZSZ-Intros? Ich sehe in dein Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu beginnt. Okay, dafür gibt's einen Extrapunkt. Nutella kann man auch als Sonnencreme benutzen, stimmt das? Nutella kann man als Sonnencreme benutzen? Stimmt das? Ganz sicherlich nicht. Doch, man kann es tatsächlich. Man kann es als Sonnencreme benutzen, das ist ja genau dasselbe, wie wenn man es mit Butter isst. Ja. Okay, letzte Frage, Daniele. Mit wie viel kmh knallt ein Sektkorken ungefähr aus der Flasche? Ungefähr. 20? Bisschen mehr. 30? Bisschen mehr. 40? 40 kmh. 40 kmh? Das gilt als richtige Antwort. Komm, du hast es geschafft. Wir bleiben noch. Du willst doch. Okay, wir ziehen jetzt. Okay, das ist eine Rechenaufgabe. Drei Katzen fressen drei Mäuse in 3 Minuten. Ja. 100 Katzen fressen 100 Mäuse in wie vielen Minuten? Na, 3. Was? Stark! Digga, natürlich! Oh mein Gott, das hat gestimmt! Der lässt sich nicht verarschen, der Mann. Okay. Komm, noch eine. In einem Stimmungslied wird behauptet, da steht ein Pferd. Da steht ein Pferd. Wo steht das Pferd? Wo steht's? Im Stall. Nein, wo steht das Pferd? Auf dem Flur? Ja, wie geht das Lied? Da steht ein Pferd auf. Okay, los. Come on. Du stehst jetzt auch gleich nochmal auf den Füßen. Oh. Alter, Daniele Negroni, das war auf jeden Fall bisher die längste Leistung hier. Stark. Wir hätten noch ein paar Minuten machen können. Du siehst sehr entspannt aus noch. Wir hätten noch ein bisschen machen können. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber das war viel Kohle. Richtig viel Kohle. Dank. Gerne. Vielen Dank. Nicht dafür. Stark.